Kommen wir noch einmal zu dem Standbild in Daniel 2. Hier werden wir ein weiteres Mal etwas Erstaunliches finden. Wenn sich Eisen und Ton miteinander vermischen, dann muss es sich jeweils um ein politisches Reich oder zumindest eine Ansammlung von Menschen handeln, denn Daniel schreibt ja, dass sich beide nach Menschengeblüt miteinander vermischen. Aber kann es tatsächlich sein, dass es sich beim Ton auch um ein politisches Reich oder zumindest um eine Ansammlung von Menschen handelt? Gibt es hierfür einen Beweis aus dem Text in Daniel 2? Dass du aber gesehen hast, die Füße und Zehen eines Teils Ton und eines Teils Eisen, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird von des Eisens Art darin bleiben, wie du denn gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen eines Teils Eisen und eines Teils Ton sind, wird zum Teil ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, werden sie sich wohl nach Menschen geblüht untereinander mengen, aber sie werden doch nicht aneinander halten, gleich wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Eine Vermischung nach Menschen geblüht ist aber nur dann möglich, wenn es sich einerseits beim Eisen und andererseits beim Ton jeweils um Menschen handelt. Menschen, die einerseits zu dem Endzeitreich des Antichristen, nämlich Eisen, und andererseits zu dem tönernen Reich gehören. Aber wer sind diese? Es sind Israeliten, die im Norden Israels wohnen. Denn Israel wird sich in einen südlichen Teil und einen nördlichen Teil aufspalten, genauso wie wir das aus der Zeit der Könige Israels kennen. Das ist auch der Grund, warum in Daniel 9,27 steht, er wird aber vielen den Bund stärken eine Woche lang. Die hier zitierte Stelle stammt aus der Lutherbibel. Die Mengebibel und die Elberfelder Bibel übersetzen anders. Daniel 9 nach der Elberfelder Bibel lautet, und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Woche. Daniel 9, Vers 27 nach der Mengebibel lautet, und er wird einen festen Bund mit der Volksmenge eine Jahrwoche lang schließen. Der Grund für die Formulierung mit den vielen oder mit der Volksmenge rührt aus dem folgenden Umstand. Wenn sich Israel in ein Südreich und ein Nordreich teilt, wird das Nordreich keinen eigenen Staat mehr gründen. Es wird sich stattdessen unter die Führung des falschen Propheten begeben und anschließend einen Bund mit dem Antichristen eingehen, der mit ihnen einen Bund für 7 Jahre schließt. Der mit der Volksmenge einen festen Bund schließt, ist der kommende Fürst aus Vers 26, der Antichrist aus Damaskus bzw. Assyrien. Dies wurde bereits in dem Clip in YouTube unter der Bezeichnung 2.06 »Wer ist der Antichrist? Die Zerstörung Jerusalems durch die Römer« abgehandelt und soll hier nicht erneut argumentiert werden. Aber vor dem Hintergrund der hier skizzierten Strukturen wird die Formulierung aus Daniel 9, Vers 27 sehr gut verständlich.